Ja, wir befinden uns hier in Südtirol, in den Dolomiten, in Antamoia, in dem Haus, wo ich auch Seminare gebe. Und hier wird noch gepflegt, gerade im Italienischen auch dann, ja, im Süden, im Katholizismus, der Bezug zu Pater Pio. Pater Pio ist für mich ein Symbol für die geistige Welt, also eine Hilfe, die uns zuteil werden kann, wenn wir uns dem gegenüber öffnen und in Not sind. Ja, der gute italienische Katholik, sage ich mal, aber nicht nur der, für den ist Pater Pio da, sondern eigentlich ja für alle, das ist klar, jenseits der Kirche auch. Pater Pio war ja ein Priester, der ja, die Stigmatisation erlebte, hellsichtig war, die Gabe der Heilung und der Prophetie hatte zu Lebzeiten, so im 20. Jahrhundert war das. Und ich glaube, er starb in den 60er Jahren, Ende der 1960er Jahre. Und er wirkt heute noch, ja, das ist ja das. Er vermittelt Heilung und sogenannte Wunder geschehen durch ihn, wenn er angerufen wird, wenn er als vermittelndes Symbol zwischen den Menschen und der geistigen Welt, dem göttlichen Geist, wirken darf, ja, und hier Hilfe uns zuteil werden darf. Und das ist möglich. Und die Menschen, müssen wir wissen, ja, denken und fühlen in Körpern. Sie lieben Gestalten. Wir brauchen Symbole, die wir anschauen können, die wir verstehen können. Und der reine Heilige Geist, das Abstrakte, ist für uns schwer zugänglich, nicht? Aber wenn da ein Priester ist, eine Erscheinung ist, Pater Pio oder ein anderer Heiliger, der Heilige Antonius oder wie auch immer, Franziskus, ja, dann ist das für uns leichter. Und so wenden sich Menschen diesem Pater Pio zu und bitten ihn um die Heilung in Krankheitsangelegenheiten oder wenn andere Probleme auftauchen. Die geistige Welt ist immer bereit, uns zu helfen, grundsätzlich mal. Die Frage ist, ob wir uns für wert erachten, dass wir diese Hilfe empfangen dürfen. Ja, und dass wir unser Herz öffnen dafür und den Mut aufbringen, das ernstlich in Erwägung zu ziehen und sie anzurufen, dass wir es für möglich halten auch. Und das nennen wir Glauben auch. Ja. Über den Glauben kommen wir in Verbindung mit dieser Ebene. Und Pater Pio, gut, da gibt es sehr viele Heilungsberichte, Geschichten, wo er geholfen hat. Und ich habe mich schon vor vielen Jahren mit ihm sehr intensiv beschäftigt. Und ja, er ist da, er wirken, alle können angerufen werden. Im Kurs in Wundern darf ich den Hinweis geben, ist das im Handbuch für Lehrer. Die Frage, ich weiß nicht, ob es die 24. Frage oder so ist, kann Gott direkt erreicht werden? Und da werden die Heiligen erwähnt, ja, die Meister, die aufgestiegenen Meister, die Heiligen, die noch angerufen werden können und die jedes Gebet letztlich auch wahrnehmen und erhören und in irgendeiner Form darauf antworten werden. Entweder erscheinen sie vielleicht den Menschen direkt oder sie geben ihnen ihre Ideen, ihre Gedanken ein, ja, aus der geistigen Sphäre. Irgendetwas Hilfreiches wird kommen und wird da geschehen. Kein Gebet bleibt unerhört. Und das ist doch ein großer Trost für viele Menschen. Es ist eine Möglichkeit, mit der geistigen, göttlich-geistigen Welt zu kommunizieren. Und der Heilige Geist kennt viele Wege, unter anderem auch diesen.